Bismillah, Salat wa Salam, Rasulullah. Es geht auch jetzt, inshallah, um Salatul Janaza. Wie verrichtet man Salatul Janaza? Salatul Janaza, also vier Takbirat, was bekannt ist. Normalerweise gibt es bis 9 Takbirat. Aber es gibt selten Geschwister, die das auch wissen. Weil was bekannt ist, ist 4 Takbirat. Aber von Sünna ist auch ab und zu mal besser, dass wir auch 5-mal machen, 6-mal machen, 7-mal machen, 8-mal machen, bis 9. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch das gemacht. Aber heutzutage, subhanallah, wenn du zum Beispiel nur 5 machst, 5-mal Takbira machst, dann die Leute, die denken, dass der Imam Fehler gemacht hat, obwohl er mit Absicht gemacht hat. Deshalb, das ist auch eine Sache, die mit Sünna zu tun hat, damit wir auch diese Sünnen auch erfrischen, sagen wir so. Aber meistens, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat 4 Takbirat gemacht. Takbirat al-Haram. Ja, Takbirat al-Haram, Allahu Akbar, wir haben gesagt, entweder so nah an die Ohren oder so, an die Schulter. Du sagst Allahu Akbar und dann Hand drauf. Was sagt man beim ersten Takbira? Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Das heißt, ohne, also die Mehrheit von Gelehrten haben gesagt, ohne diese Stiftah, diese, was man sagt, diese Eröffnung, ja, diese Eröffnung von Eröffnungsgebet, ja, das brauchen wir nicht zu sagen. Einfach nur direkt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, und dann fangen wir mit Surat al-Fatiha. Nacht. Zweite Takbira, wir machen diese As-Salatul Ibrahimiyya. Das heißt, At-Tashahud. Allahumma salli ala Muhammadin. Nicht ala Allahumma salli ala Sayyidina. Das gibt es nicht. Es gibt einen schwachen Hadith. Dürfen wir nicht sagen Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sondern nur Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, was wir auch kennen. Beim dritten Takbira, wir machen Dua für die Gestorbenen. Bruder oder Schwester. Okay? Das heißt, machen wir für ihn richtig Dua. Und richtig mehr Dua. Und beim vierten Takbira, also du machst für dich und für ganze Umma. Oder zum Beispiel du sagst, Allahumma la tahrim ajrahu wa ghfir lana wa lahu. Das war's. Und dann, es gibt nur ein Taslima. Von Sunnah ist nur ein Taslima. Dass man sagt, und nicht laut, beim Taslim nicht laut. Assalamu alaikum. Das war's. Hadi hier. So verrichtet man Salatul al-Janaza. Und beim Salatul al-Janaza besser, dass wir mehrere Reihen machen. Auch wenn die nicht voll sind. Das heißt, erste Reihe. Zum Beispiel, wir sind, sag mal, 10 Leute. Beim 10 Leute. Besser, dass wir so machen. 4-3-3. Oder 4-4-2. Das heißt, hier sind 3 Reihen. Nicht nur eine Reihe. Zum Beispiel in einer Reihe ist 10 Leute oder 10 Brüder. Besser, 3 Reihen. Oder von den 10, 4 Reihen. Und auch, es gibt auch Meinung, Verschiedenheit bei nochmal hoch. Heben, Hände hochheben, bei jedem Takbira. Es gibt manche Leute oder manche Gelehrten, die haben gesagt, brauchst du nicht. Manche haben gesagt, doch, machst du. Je nachdem, wie du willst. Solange Meinung, Verschiedenheit gibt, es ist kein Problem. Mach wie du willst. Und ab 5. Takbira, was sagt man? Ab 5. Takbira, nur Dua für die Gestorbenen. 6. Takbira, Dua für die Gestorbenen. 7. Takbira für Dua. Bis 9. nur Dua für die Gestorbenen. Und noch eine Sache, viele Geschwister wissen die auch nicht. Die sagen, wo steht der Imam, wenn eine Schwester gestorben ist oder wenn ein Bruder gestorben ist? Wenn eine Schwester gestorben ist, der Imam, der steht in der Mitte von ihr. Und wenn ein Bruder ist, der Imam steht
wo sein Kopf ist. Das heißt, beim Bruder gegenüber seinem Kopf. Wenn die eine Schwester ist, gegenüber in der Mitte. So steht er die immer. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.